Im Expert-Projekt haben wir die Möglichkeit und die Chance bekommen vom GBA, der das Ganze finanziert über den Innovationsfonds, 33 Kliniken, wir nennen sie die Innovationskliniken, die Möglichkeit zu geben, uns Patienten mit einer schweren Verletzung der Beine vorzustellen, meistens offene Brüche oder Patienten, die auch schon Vorerkrankungen haben, die dann ein Risiko haben, schlechter zu heilen, wenn die einen Knochenbruch haben. Mit Expert haben wir die Möglichkeit, Patienten interdisziplinär simultan zu besprechen, im Sinne der Qualitätsverbesserung und natürlich auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten. Die Kliniken dürfen uns über ein Portal diese Patienten digital vorstellen und wir hier in der Expert-Koordinierungsstelle haben die Führung des Projektes übernommen und koordinieren das Ganze. Das heißt, hier sitzt eine MFA, die die Fälle annimmt digital und dann bearbeitet und vorbereitet, gemeinsam mit den Assistenzärzten, die auch hier vor Ort sind, legen die Unterlagen dann dem Facharzt vor und der nimmt die Unterlagen dann mit ins Extremitätenboard, wo dann die verschiedenen Fachdisziplinen halt gemeinsam die Therapieempfehlung aussprechen. Die Interdisziplinarität, die wir hier an einer Universitätsklinik vorhalten können, ist jedoch in den, sagen wir mal, etwas kleineren Häusern nicht so gegeben. Und durch Expert haben wir die Möglichkeit, einen universitären Wissenstransfer in die Häuser ohne eine solche Struktur zu transferieren. Und wenn das sich so bewahrheitet, was das Bauchgefühl der Beteiligten sagt, dass Expert Sinn macht, dann hoffen wir, dass das Ganze in die Regelversorgung, dass das Standard ist, dass die Möglichkeit in Gesamtdeutschland geschaffen wird, diese interdisziplinäre Struktur zur Behandlung von Patienten in Deutschland zu etablieren, zu unterstützen, zu finanzieren und dadurch einen deutlichen Mehrwert an Qualität zu erreichen.